Und so möchte ich im Namen des Betriebsrates und der gesamten Belegschaft der Müller-Märkte unserem verehrten Chef, unseren J.M., die allerherzlichsten Glückwünsche zum 65. Geburtstag übermitteln. Als Personalchef, seit 20 Jahren dabei, kann ich sehr wohl beurteilen, welchen immensen wirtschaftlichen Aufschwung der einzige Müllermarkt genommen hat, um sich zum Geschäftsimperium der Müller-Märkte zu entwickeln. Der augenblicklich entstehende Neubau ist ein sichtbarer Beweis dieser Expansion. Ups, Moment bitte. Herr Müller, für Sie. Der Präsident der Handelskammer, Herr Dr. Freiberger. Jürgen. Ja, danke, herzlichen Dank. Ich bin ganz gerührt, dass du daran gedacht hast. Naja, so schnell will ich das nun auch wieder nicht. Es gibt große Neuigkeiten. Wiederhören, Jürgen. Entschuldigung. Die Anforderungen, die Sie an uns stellten, waren nicht gering, Herr Müller. Aber Ihre Ausdauer und Ihr eherner Fleiß sind uns stets Vorbild gewesen. Wir verdanken es Ihrer Energie, dass aus den Müllermärkten das geworden ist, was Sie heute sind. Ich danke euch. Ich danke Ihnen für die lieben und herzlichen Worte, die Aufmerksamkeiten und all die Geschenke. Aber das schönste Geschenk hat mir mein Sohn gemacht. Mein Sohn Thilo hat sein Jurastudium erfolgreich mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Er hat nun seinen Doktor und damit im höchsten Maße die Bedingung erfüllt, mein Nachfolger zu werden. Hast du das gewusst? Dann hätte ich es dir doch gesagt. Sogar vor dir, vor seinem Schwesterchen, hat er das geheim gehalten? Thilo erwähnte nur etwas von einem sehr persönlichen Geschenk für Vater. Ja, diese überfällige Dissertation. Kostet ihn nichts, stimmt. Ja, und Zeit genug hat er sich auch gelassen. Na, Herr Jung, dann kümmern Sie sich mal um ein entsprechendes Büro für meinen Sohn. Muss zwar ein bisschen kleiner sein als meins, aber ausbaufähig. Ich glaube, das kann ich an Herrn Springer weitergeben. Ja? Da gibt es im Neubau sicher bessere Möglichkeiten. Sie wissen doch, im obersten Stockwerk, wo eigentlich der Einkauf hin sollte. Ein wunderbarer Ausblick. Einblick, Herr Springer. Einblick in das Unternehmen sollte ein Büro vermitteln. Aber Ihr Architekten baut ja immer nur Sanatorien. Nein, nein. Ich muss los, Papa. Jakob von der Schule abholen. Wir sehen uns heute Abend. Na, was sagst du zu Thilo? Es ist wunderbar. Ich freue mich für dich. Nun hat sich dein sehnlichster Wunsch schließlich doch erfüllt. Du siehst, was lange währt, wird endlich gut. Gib deinem Kleinen einen Kuss von mir. Das mache ich. Bis heute Abend. Tschüss. Margarete, was machst du denn hier? Nichts, ich stehe nur ungern so lange rum. Was sagst du zu Thilos Promotion? Ich find's wunderbar. Barbara, holen Sie Jakob bitte von der Schule ab. Ich komm dann und wir essen zusammen. Danke. Weißt du, jetzt ist Papa glücklich. So recht hat er daran nämlich nicht mehr geglaubt. Ich auch nicht. Thilo ist ein Spätentwickler. Spätentwickler? Er ist faul. Ich musste auch erst meinen Tierarzt machen, bevor Vater mir die Reitschule und die Pferdepension einrichtete. Unerbittlich. Unerbittlich, ja. Und schwarz auf weiß. Das war schon immer seine Devise. Ich könnte mir denken, dass dein Mann nicht so begeistert davon ist. Wie kommst du darauf? Naja, bis vor kurzem schien es doch, als würde er eines Tages das Unternehmen leiten. Meine allerherzlichsten Glückwünsche, lieber Schwager. Wer hätte das gedacht? Vater und du, ihr habt diesen Laden hier doch zusammen aufgebaut. Warum habt ihr euch scheiden lassen? Frag deinen Vater. Das habe ich. Er spricht nicht darüber. Das waren schwere Zeiten damals. Dein Vater und ich haben hart arbeiten müssen. Und als das Unternehmen dann auf festem Boden stand, wollten wir Kinder haben. Ich konnte keine Kinder kriegen. Deshalb hat er sich von dir scheiden lassen? Nein. Aber ich sah, wie er litt. Dann ist ihm deine Mutter begegnet und ich habe ihn freigegeben. Die beiden haben geheiratet, Thilo kam zur Welt, dann du.
Dass deine Mutter bei deiner Geburt starb, war entsetzlich. Warum hat er nie darüber gesprochen? Weil ich ihn darum gebeten habe. Ich bewundere dich, Margarete. Ach, dein Vater hat einen Sohn und jetzt auch einen Nachfolger, wie er es sich immer gewünscht hat. Und ich habe in deinem Vater meinen besten Freund und Vertrauten. Welcher Ehemann ist es schon? Wie lange hast du für deine Arbeit gebraucht? Naja, ernsthaft etwas über ein Jahr, mit Rigoroso. Ein Eilbrief für Sie wurde eben abgegeben. Danke. Eilbrief mit Stempel von vorgestern. Die Post führt sich selbst ad absurdum. Und dafür steigen die Gebühren. Ja, ist doch klar. Sie beschäftigen sich ja auch länger damit. Entschuldige, ich muss los. Ich habe noch einen Termin. Du, die Arbeit geht vor. Ich hoffe nur, der Hummel hier ist bald vorbei. Nun lass dich mal schön feiern, J.M. Herr Müller, würden Sie bitte mit in die Kantine kommen? Die Belegschaft hat für Sie was vorbereitet. Komm, Thilo, lassen wir uns mal ein bisschen feiern. Ist was, Herr Doktor? Alles in Ordnung. Wenn ich nicht noch Professor werden soll. Nein, das brauchst du. Ein Kaffee mit Wasser zu? Nein, danke. Ja, hat er. Mit Summa Cum Laude. Es geht mir ja gar nicht um den Doktor. Sie haben keinen, ich habe keinen und wir brauchen so etwas nicht. Aber es geht darum, dass unsere Nachfolger begreifen, dass Ziele erreicht werden müssen. Ja. Ja, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Danke, Herr Minister. Auf Wiederhören. Herr Müller? Bitte. Bleibt denn der Termin morgen früh um 8 mit Herrn Dr. Bock? Ja, warum denn nicht? Sie haben doch heute Abend die Gesellschaft. Liebe Frau Fuchs, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Bitte sehr. Oh, Herr Müller, danke. Nein, ich bin durch eine Zeitungsannonce auf Sie gekommen. Ich annonciere nicht. Ja, ich weiß, aber ein Kollege von Ihnen, nur ist der nicht der richtige Mann für mich. Er hat mir Ihre Nummer gegeben. Welcher Kollege? Ich meine, wie heißt er? Wieland. Gut, in Ordnung. Aber Sie müssen wissen, Diskretion ist oberstes Gebot. Das ist auch in meinem Interesse. Wann und wo kann ich Sie treffen? Morgen früh um 11 in meinem Büro. Gut. Na? Du kommst spät, du musst dich doch noch umziehen. Überraschungskuh deines Vaters heute Morgen finde ich infantil. Ich meine, wie stehe ich denn jetzt da? Bei einer Neukoordinierung der Chefetage habe ich schließlich auch ein Wort hier mitzureden. Wenn er sich zur Ruhe setzt, wann auch immer das sein wird, werdet ihr euch Thilo und du die Arbeit eben teilen müssen. Silvi, ein Mann, der sich bis zum heutigen Tage nur für Pferde und Frauen interessierte, er wird mir die Arbeit anhängen und selber würde den Chef spielen, aber das sage ich dir, nicht mit mir. Das ließe Vater nie zu. Ach was, ich war doch ganz offensichtlich nur der Notnagel. Das ist nicht wahr. Dann soll er ihn ausbezahlen und basta. Dazu hat er doch jetzt keinen Grund. Das wird man sehen. Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Doktor. Könnte man vielleicht die Chefin sprechen? Bitte schön. Danke. Ist die Anprobe dann Mittwoch? Also bis nächsten Mittwoch. Wiederhören. Guten Morgen, geliebtes Gretchen. Morgen. Na, wie fühlst du dich? Einerseits erleichtert, andererseits, ja, deshalb wollte ich dich sprechen. Gestern Abend bei Papa ging's nicht. Was bedrückt dich? Schulden. Wie viel? 20.000. Ich habe einen Wechsel unterschrieben. Wann wird der fällig? Der ist schon seit 3 Tagen fällig. Ich habe den alten Wechsel zurückgerufen und einen neuen ausgestellt. Aber die Prolongation läuft heute ab. Wo soll er eingelöst werden? Im Büro des Gläubigers. Ich übernehme den Wechsel. Ich rufe jetzt ein Taxi und wir fahren dorthin. Grete, das möchte ich nicht.
Kannst du mir nicht einen Scheck geben? Unter einer Bedingung. Ich will wissen, bei wem du diese Schulden hast. Du warst wieder auf der Rennbahn, ne? Deswegen kannst du mit deinem Vater nicht darüber sprechen. Wann kannst du mir das Geld zurückzahlen? In 2-3 Monaten. 2 oder 3? 3. An etwas mehr Genauigkeit wirst du dich in Zukunft gewöhnen müssen, mein Lieber. Damit du es weißt, ich tue das nur für deinen Vater. Mach's gut und besser dich. Ja, bitte. Kossack, ich bin angemeldet. Doktor? Sie wollten noch in die Stadt? Ich habe Kopfschmerzen. Ihr Mann hat angerufen. Er kommt heute später. Danke. Bis morgen dann. Kurieren Sie sich aus. Ja, schönen Abend noch. Der hat uns beobachtet. Glaubst du? Lass dich endlich scheiden. Das kann ich Rolf jetzt nicht antun. Jetzt wirklich nicht. Aber mir kannst du es antun. Lass mir Zeit. Zeit, Zeit. Wir haben keine Zeit. Hast du etwa Angst? Weißt du, was passieren würde, wenn dein Mann von unserem Verhältnis erfährt? Bist du sicher, dass er nicht längst diesen Stallburschen da beauftragt hat, uns zu beobachten? Ach, du siehst Gespenster. Hoffen wir es. Ich muss auf die Baustelle. Jetzt noch? Ja. Tschüss. Schnell, ein Arzt. Er ist längst tot, Herr Müller. Hier, die Polizei. Holen Sie sie doch endlich. Wie ist das passiert? Als ich vor 5 Minuten auf die Baustelle komme, sehe ich einen Kossack hier liegen. Tochter benachrichtigen. Geh da mal rüber, telefonieren. Herr Walrus, entschuldigen Sie, das Telefon bitte. Ein Kaffee. Schon in Arbeit, Herr Müller. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Es geht schon.
Es ist etwas passiert. Hans! Hans! Jetzt nicht! Komm runter vom Kran! Na, Gerd? Kein Unfall, was? Kaum. Von hier kann er ja nicht da hinfallen. Es sei denn, er balanciert über den Träger und springt. Selbstmord? Also, dieser Bluterguss an der Kinnpartie. Ich würde eher sagen, da hat einer ganz schön kräftig zugeschlagen. Aber das muss nicht die Todesursache gewesen sein. Wann ist der Tod eingetreten? Vor circa 10 Stunden. Also zwischen 9 und 10 Uhr gestern Abend. Aber nach der Obduktion... Wissen wir mehr. Richtig, Leo. Danke, Doktor. Keine Ursache. Kommst du mal bitte? Halt mal da drauf. Gestern Abend zwischen 9 und 10, sagen Sie. Ungefähr. Das ist doch Ihre. Ja, danke schön. Ich möchte wissen, was mein Schwiegersohn um diese Zeit hier auf unserer Baustelle wollte. Herr Vasos, war mein Schwiegersohn gestern Abend bei Ihnen? Nein, wir hatten eine geschlossene Gesellschaft. Von dem Fenster aus könnte doch die Baustelle sehen. Herr Kommissar, abends sind die Vorhänge zugezogen. Und außerdem, es war hier so viel los. Im Geschäftsbereich. Hat der Kossack da irgendwelche Feinde? Ein Mann in seiner Position hat immer Feinde oder Neider. Fällt Ihnen irgendjemand Bestimmtes ein? Nein. Intrigen kommen in meinem Geschäft nicht zum Tragen. Ich allein bin derjenige, der die Entscheidungen trifft. Und bei mir hat keiner eine Chance, wenn ich nicht will. Und wie kam Ihr Schwiegersohn zu seiner Chance? Ganz simpel. Er war sehr fleißig und zuverlässig. Als meine rechte Hand und als Geschäftsführer hat er manche harte Nuss zu knacken, aber er ließ sich nicht unterkriegen. Ich habe meinen besten Mitarbeiter verloren. Selbstmord? Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, was dann? Die, die hier sind, sind von der Mordkommission. Muss ja nicht unbedingt mit der Firma zu tun gehabt haben. Was hätte er sonst hier gewollt? Vielleicht wollte er jemanden treffen. Im Dunkeln, auf der Baustelle? Oder weil er vielleicht niemanden mehr treffen wollte. Haben Sie eine Tochter? Ja. Da können Sie sich vorstellen, wie mir zumute ist. Ich muss euch jetzt sagen, dass Ihr Mann tot ist. Aber wie mache ich das? Jedenfalls nicht am Telefon. Fahren Sie zu ihr hin. Wenn es Ihnen lieber ist, können wir Sie auch begleiten. Vielleicht ganz gut. Herr Vasos. Zahlen. Stimmt so. Haben Sie noch mehr Kinder? Ja, einen Sohn. Fahren Sie eigentlich regelmäßig, bevor Sie in die Firma gehen, zu der Baustelle? Oder war das eine Ausnahme? Ich hoffte, meinen Architekten dort zu treffen. Haben Sie ihn getroffen? Nein. Wiedersehen. Wo steht denn Ihr Wagen? Im Geschäft. Ich bin mit der Straßenbahn gekommen. Mit der Straßenbahn? Ja, auf diese Weise halte ich Kontakt zu meiner Kundschaft. Nein, das ist eine liebe alte Gewohnheit aus vergangenen Zeiten. Nur ging es damals mehr ums Fahrgeld. Leo, wir bringen Herrn Müller hin. Gut. Morgen, Markus. Morgen. Ist Giese schon da? Ja. Hey, du kannst doch nicht einfach... Morgen. Kannst du hier anklopfen? Haben wir nicht seit letzter Woche Kundschaft, die Kossack heißt? Wir sind kein Puff. Wir haben keine Kundschaft, wir haben Klienten. Dieser Kossack ist wahrscheinlich ermordet worden. Was?
Weißt du, wer dieser Kossack ist, beziehungsweise war? Der Schwiegersohn von Müller, merkte. Der Schwager von Thilo Müller. Kümmern Sie sich bitte auch um die anderen, Wolf. Tag, mein Kind. Ist was passiert? Ich habe mehrmals versucht, dich im Büro zu erreichen. Wolf ist die ganze Woche erst nach Mitternacht nach Hause gekommen. Heute Nacht kam er überhaupt nicht. Was ist los? Silvia. Du musst jetzt sehr stark sein. Meine Kleine, hörst du, sehr stark. Rolf ist tot. Tot? Ist der Scheck von Herrn Kossack schon da? Nein, in der Post war nichts. Versuchen Sie bitte, Thilo Müller zu erreichen. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Und? Ich hab's. Ja, lösch das jetzt. Warum denn? Wenn Kossack tatsächlich ermordet worden ist und wir damit in Verbindung gebracht werden, egal wie, können wir den Laden hier dicht machen. Sie haben recht. Ich wusste, was ihn zur Verzweiflung brachte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass mein Bruder noch seinen Doktor machen würde. Davon hatte mein Vater seine Nachfolge in der Firma abhängig gemacht. In der Nacht nach der Geburtstagsfeier war mein Mann außer sich. Er schrie und tobte. 10 Jahre lang sei er der Ersatzmann gewesen, sei nur ausgenutzt worden. Seine Arbeit sei umsonst und mein Bruder eine Flasche, der den Laden ruiniert. Ich glaube nicht, dass er ermordet wurde. Sicher nicht. Niemand hatte einen Grund dazu. Er hatte das Gefühl, alles verloren zu haben. Und hat sich umgebracht. Hat Ihr Mann getrunken? Nein. Selten, zu ganz besonderen Anlässen. 2,1 Promille. Dann kann er doch einfach umgefallen sein. Er erhielt einen schweren Schlag gegen die Kinnspitze. Sehen Sie hier das Hämatom. Dass ihn ein schwerer Schlag zu Fall gebracht haben muss, das bezeugen alleine schon die Verletzungen am Hinterkopf im Bereich oberhalb der Hutkrempe, wie wir diesen Bereich definieren. Und dass er aus einer Höhe von 7-8 Meter gesprungen ist? Ausgeschlossen. Die Brüche, Prellungen wären nicht zu übersehen. Also Mord. Jedenfalls führten die Verletzungen im Scheitelbereich, die eine Gehirnblutung zur Folge hatte, zum Tode. Auf allen Stücken, die wir bei dem Toten gefunden haben, nur eigene Fingerspuren. Das hier ist eine zertretene Krawattennadel, gold mit einem Brillanten. Ja, Bauarbeiter tragen sowas hier wohl nicht. Blutspuren? Nur die des Toten. Danke, Werner. Kossack ist also ermordet worden. Trotzdem sollten wir die Vermutung der Ehefrau, dass es sich um Selbstmord handelt, nach außen hin aufrechterhalten. Zunächst jedenfalls. Bitte. Danke. Herr Dr. Jung, Sie sind seit 20 Jahren der Personalchef dieser Firma. Kannten Sie Herrn Kossack sehr gut? Herr Kossack fing bei uns als diplomierter Volkswirt an, frisch von der Universität. Wir hatten natürlich unsere Vorurteile. Denn alles, was er einbrachte, war zunächst nur blanke Theorie. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie war denn sein Verhältnis zu den Mitarbeitern? Ach, sein ungeheurer Ehrgeiz erfreute sich keiner sehr großen Beliebtheit. Ja, gehört das nicht dazu, wenn man bei Ihnen Erfolg haben will? Sicher. J.M. Herr Müller. Ja, der setzte auf ihn und es dauerte auch nicht lange. Da hatte er die praktische Seite des Ladens auch fest im Griff. Also ich muss sagen, das imponierte nicht nur uns, sondern auch dem Fräulein Tochter. Ja. Die beiden heirateten dann und bald darauf wurde Herr Kossack hier Geschäftsführer. Eine steile Karriere. Ich bin sicher, er wollte seinem Sohn damit beweisen, dass er nicht länger gewillt war, sein Desinteresse an der Firma weiter zu tolerieren. Und der Junior? Wie hat er darauf reagiert? Für uns war er aus dem Rennen der Dr. 1B. Ein oft gebrauchter Spitzname. Sein Vater wusste das? Selbstverständlich. Innerlich hatte er die Hoffnung wohl längst aufgegeben.
Wo finde ich Herrn Dr. Müller? Der müsste in seinem Büro sein. Frau Ullich, ist der Dr. Müller in seinem Büro? Nein, er hat den Termin in Hamburg vorverlegt und gestern Abend die 20:35 Maschine nach Hamburg genommen. In welchem Hotel ist er abgestiegen? Er hat nichts hinterlassen. Im Interconti jedenfalls nicht. Da habe ich bereits angerufen. Merkwürdig. Komm vom Flughafen bitte direkt hierher. Ja, Vater ist auch hier. Gut, bis dann. War das Thilo? Ja. Wo ist er? In Hamburg. In Hamburg? Seit wann? Warum hat Rolf mir denn nicht vertraut? Dieser Dickschädel, warum nur? Ist doch Platz genug für alle in der Firma. Ich hätte schon alles gerecht verteilt. Für euch alle war gesorgt. Ich weiß. In München ist was schiefgelaufen. Schon wieder? Was denn? Kann ich dir jetzt nicht erklären. Mord halte ich für ausgeschlossen. Ich will damit nicht sagen, dass ich erwartet habe, dass Rolf Kossack sich umbringt, aber... Wie war das Verhältnis zwischen Rolf Kossack und Thilo Müller? Sie verdächtigen Thilo? Warum sollte denn das getan haben? Das ist doch völlig absurd. Ich verdächtige niemanden. Ich will mir nur ein genaues Bild machen. Also wenn Sie Thilo... Ich klopfe auf Holz. Wenn Sie Thilo tot aufgefunden hätten und würden nach seinem Verhältnis zu Rolf Kossack fragen, das könnte ich noch verstehen, aber so. Das ist Thilo mit seinem Vater. Danke. Rolf sah auf Thilo herab, der nahm ihn überhaupt nicht voll. Hat ihm das verübelt? Rolf kannte nur seine Arbeit. Er war fleißig und unvorstellbar ehrgeizig. Thilo ist eher von der leichten Sorte. Und was sagte der Vater dazu? Es gab häufig Ärger. Wenn Jakob Müller sich bei mir über seinen Sohn beschwerte, versuchte ich zu schlichten. Verständnis beim Vater für den Sohn zu erwecken. Soweit es mir möglich war. Wie weit? Herr Kommissar, ich möchte, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt sage, bitte vertraulich behandeln. Er hat vor ein paar Tagen 20.000 Mark beim Rennen verloren. Ich habe die Schulden für ihn beglichen. Wann haben Sie die 20.000 gezahlt? Bitte genau. Vergangenen Freitag vor 2 Wochen, gegen 11 Uhr, war Thilo hier bei mir. Haben Sie das Geld direkt an den Gläubiger gezahlt? Nein, Thilo wollte das nicht. Aber ich habe von meiner Bank erfahren, wer der Empfänger war. Frau Müller, könnten Sie eine Sekunde nach vorn kommen? Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden. Vater. Ich darf Rolf noch mal sehen. Möchtest du? Nein. Papa, quäl dich doch nicht so. Du hast keine Schuld. Jeder Mensch ist für das, was er tut, selbst verantwortlich. Das hast du mir immer gesagt. Rolf hat es so gewollt. Thilo Müller hat 20.000 auf der Rennbahn verwettet, verloren. Und Margarete Müller hat gezahlt. 20.000 auf der Rennbahn? Die musste doch bar hinblättern. Waren die Frau Müller dabei? Nein, nein. Die 20.000 hat ihm ein Freund geliehen. An den hat sie gezahlt. Wie heißt der? Thilo Müller wollte ihr den Namen nicht nennen, aber sie hat es über die Bank rausbekommen.
Ja, hier, also der Freund heißt Dr. Helmut Giese und hat eine Firma Kooperation. Drei Häuser von dem Modesalon entfernt. Giese? Giese, Moment, der Scheck von Rolf Kossack, wo ist denn der? Ah, ja. Der ausgefüllte Scheck, das heißt doch Giese, oder? Ja, Giese. 10.000 am 21. an Dr. Helmut Giese. Aber nicht abgeschickt. Hm. Auch Spielschulden? Nee. Passt nicht in das Bild, das ich von Kossack habe. Dr. Giese wird uns das sagen können. Ich habe seine Telefonnummer. Und da sind Sie ganz sicher? Danke, wiederhören. Meldet sich keiner mehr. Der Dr. Thilo Müller ist gestern Abend nicht mit der letzten Maschine nach Hamburg geflogen. Sondern erst mit dir um 7:35 Uhr heute Morgen. Dann war er in der Mordnacht? Na, jedenfalls nicht in Hamburg. Er war hier. Kossack? In Mailand? Aber du wolltest doch... Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich hab dich schon x-mal angerufen. Ich musste mich um Vater kümmern. Wie geht's ihm? Schlecht. Hat er nach mir gefragt? Nein. Hoffentlich übersteht er das alles. Robert, ich brauche dich. Ich bin so allein. Herkommen kannst du jetzt aber wirklich nicht. Ich liebe dich. Ich dich auch. Kommen Sie doch rein. Danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Meine Tochter. Früher hat ein Mädchen zum Spielen eine Puppe. Heute muss es ein Pferd sein. Naja, sie spielt damit und sie setzen drauf. Ich setze drauf? Vielleicht nicht Sie, aber Dr. Müller. Sie haben Dr. Müller doch 20.000 Mark geliehen, weil er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Oder nicht? Sie sind doch mit Thilo Müller befreundet. Schon. Und? Haben Sie ihm kein Geld geliehen? Nein. Hm. Wofür hat Dr. Müller dann die 20.000 Mark an Sie gezahlt? Herr Dr. Giese, auch die Polizei ist in der Lage, Informationen vertraulich zu behandeln. Unsere Klientel hält sich selbstverständlich bedeckt. Als Promotionsberater trage ich ein gewisses Risiko. Denn wenn über einen Klienten etwas in die Öffentlichkeit gerät, ist die Blamage riesengroß. Verstehen Sie? Schon die Bezeichnung Promotionsberater ist mittlerweile so negativ besetzt, dass ich diesen Begriff aus meinem Briefkopf rausgenommen habe. Wie läuft so eine Beratung ab? Der zukünftige Herr Doktor einigt sich mit seinem Doktorvater über ein bestimmtes Thema für seine Doktorarbeit. Den Rest übernehmen wir. Und die mündliche Prüfung? Ja. Das Rigoroso muss er schon selber machen. Er studiert vorher sorgfältig die schriftliche Arbeit und das von uns mitgelieferte Hintergrundmaterial. Aber dann ist doch die Doktorurkunde eine Fälschung. Nein. Obwohl jeder Doktorand eine Erklärung unterschreiben muss, dass er die vorliegende Arbeit selbst angefertigt hat, ist die Urkunde als solche echt. Aber der Inhalt dieser Erklärung ist erstunken und erlogen. Eine Lüge ist kein Straftatbestand. Aber das ist Betrug. Es wird niemand finanziell geschädigt. Der Betrugsparagraf kommt nicht zur Anwendung. Sie verkaufen also Doktorarbeiten? Nein, aber es ist leichter, durch 5 Meter hohen Schnee zu gehen, wenn die Spur bereits gezogen ist, als wenn man sie erst selber treten muss. Was kostet den Kandidaten so eine Arbeit? Ohne Eigenleistung bei der schriftlichen Arbeit 100.000. Und die 20.000 von Herrn Müller waren die letzte Rate? Und die 10.000 von Kossack sollten seine erste Rate sein. Oder ist es die Summe, für die Herr Kossack Ihnen das Geheimnis des Müllerschen Doktortitels entlockt hat? Ich muss doch sehr bitten, Herr Kress. Wenn Sie schon meine Seriosität anzweifeln, dann sollten Sie wenigstens klug genug sein, mich nicht für so dumm zu halten, meine Existenz für eine derart lächerliche Summe aufs Spiel zu setzen. Das tun Sie sicher nicht. Ich entschuldige mich. Also, wofür waren die 10.000? Herr Kossack hatte Kontakt mit mir aufgenommen, über einen Kollegen, der inseriert. Er sagte mir, er wolle promovieren. Er sei in der freien Wirtschaft tätig.
ist denn das für ein Laden, wo um diese Zeit kein Mensch zu erreichen ist? Auf der Baustelle ist der Herr Springer auch und nicht. Zu Hause, ich meine privat. Da hebt niemand ab. Kossack ist eigentlich nicht der Typ gewesen, der so seinen Doktor macht. Und er brauchte den auch nicht. Wozu? Ja, vielleicht hat er Thilo Müller nicht getraut. Versucht, ihm auf die Schliche zu kommen. Dabei hat er Glück. Er kriegt heraus, wie sein Schwager zu dem Titel gekommen war. Und damit hat er ihn in der Hand. Und Thilo Müller musste Kossack irgendwie zum Schweigen bringen. Ja, vorausgesetzt, er wusste, dass Kossack sein Geheimnis kannte. Merkwürdig. Seine Frau war die Erste, die uns davon überzeugen wollte, dass ihr Mann Selbstmord begangen hat. Sie schloss einen Mord sogar aus. Könnte natürlich sein, dass ihr der Bruder und die Familie mehr bedeuten als der eigene Mann. Na, sagen wir, mehr wert ist, Gerd. Wenn wir die Gefühle mal beiseite lassen wollen, da steht nämlich ein ganz schönes Vermögen dahinter. Henry sollte sich mal ein bisschen bei ihr umsehen. Kriminalpolizei. Sie wünschen? Ich möchte Frau Kossack sprechen, bitte. Ja, tut mir leid, die ist gerade in die Stadt gefahren. Also vor einer Stunde ist die nicht zurück. Mhm. Arbeiten Sie hier? Ja, bei den Pferden. Aber dann reiten Sie auch. Ja, muss ich ja. Klar. Ja, Sie müssen das tun, was ich immer gerne tun möchte. Ein Traum von Kindheit an. Reiten. Ja, es gibt doch eine berittene Polizei. Aber noch nicht bei der Kripo. Ne? Wie viele Pferde haben Sie denn hier stehen? Kommen Sie, ich zeig sie Ihnen. Danke. Auskunft der Lufthansa, Leo. Dr. Müller kommt ja. Mit der Maschine aus Hamburg. Ankunft 21.15 Uhr. Hm, der lässt sich ganz schön Zeit. Am besten, ihr nehmt ihn gleich auf dem Flughafen in Empfang und bringt ihn her, du und Henry. Der hat sich gar nicht wieder gemeldet. Weißt du, was mir an der Vorstellung, dass Kossack seinen Schwager erpressen wollte und der ihn daraufhin umbrachte, nicht schmeckt? Ja, dass sie sich dazu auf der Baustelle getroffen haben. Genau. Kossack konnte ihm das eigentlich überall sagen, was er rausbekommen hatte. Vielleicht nicht gerade im Büro, aber... Interessante Neuigkeiten. Hast du mit Frau Kossack gesprochen? Nein. Ich habe gewartet, bis sie weggefahren war. Dann bin ich auf den Hof und habe mich mit einem der Angestellten übers Reiten unterhalten. Du weißt doch nicht mal, wie ein Pferd aussieht. Deswegen hat er mir auch welche gezeigt. Ach, das von Robert Springer, der mit der Frau von Kossack seit einigen Monaten ein Verhältnis hat. Der Mann scheint nicht nur auf der Baustelle für die Firma tätig zu sein. Sag ihm, er möchte bitte hier vorbeikommen, ja? Tut mir leid, Leo. Der hat sich im gestreckten Galopp davon gemacht. Ohne Pferd, versteht sich. Gut, kümmere ich mich darum und ihr um Thilo Müller, ja? Keine Kontakte. Er geht zum Ausgang. Ziemlich genau auf dich zu. Hab verstanden. Hier nichts Neues. Ich kümmere mich jetzt um ihn. Dr. Thilo Müller! Herr Dr. Müller, schauen Sie Kriminalpolizei. Ja? Ich muss Sie bitten, mich als Präsidium zu begleiten. Aber Entschuldigung. Ich erkläre Ihnen alles später. Polizeipräsidium Edgestraße. Isa von Isa 1044, bitte kommen. Zentrale. Vor mir fährt ein verdächtiges Fahrzeug. Dunkelgrauer BMW, Kennzeichen München Gustav Ida, 2834. Sie brauchen Unterstützung? Ja. Standort? Flughafen, Tögingerstraße, Straße, Stadt einwärts. Die Kollegen sollen bitte das Fahrzeug stoppen und die Personalien feststellen. Der fährt sowieso viel zu schnell. Ich bleib dran. Ende. Der Selbstmord meines Schwagers ist doch kein Grund, mich aufs Präsidium zu schleppen. Mitten in der Nacht. Die Nacht hat doch gerade erst angefangen. Hatten Sie erwartet, dass jemand abholt? Nein. Warum? Weil der Fahrer des grauen BMWs den Wagenschlag so freundlich aufhielt. Habe ich gar nicht bemerkt. Isar 1044, bitte kommen.
Laser 1044, hören Sie uns? Ich höre. Wir haben den Wagen gesichtet, werden ihn stoppen. Papiere kontrollieren. Was da? Dann geben Sie mir die Personalien durch. Ich halte mich so lange im Hintergrund, Ende. Fahrzeugkontrolle. Dürfen wir bitte Ihre Papiere schauen? Guten Abend, Herr Dr. Giese. Guten Abend. Nein, Herr Dr. Müller, Selbstmord ist ausgeschlossen. Entschuldigung. Kress, ja, Gerd. In Ordnung, in Henrys Büro. Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Kossack? Da gab es kaum Berührungspunkte und wenn man keine gemeinsamen Interessen hat. Aber Pferderennen, die Rennbahn, ist doch zumindest ein gemeinsames Interesse. Ich wusste gar nicht, dass mein Schwager auf die Rennbahn geht. Wie kommen Sie darauf, Herr Kommissar? Sie haben an Herrn Dr. Giese 20.000 Mark bezahlt. Wettschulden, wie Sie Frau Müller sagten. Und Herr Kossack 10.000 Mark. Sehen Sie da keinen Zusammenhang? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Sie sind doch selbst Dr. Juhr. Ja, aber bitte. Sie müssen eine Null vorwählen. Müller, ich muss Dr. Giese sprechen. Nicht da? Wo ist er denn? Hier, Herr Dr. Müller. Bitte nehmen Sie Platz. Na, bitte. Herr Dr. Giese. Herr Dr. Giese, warum haben Sie sich mit Herrn Kossack getroffen? Ich sollte für ihn die Doktorarbeit anfertigen. In Ökonomie, jedenfalls sagt er das. Und wann sind Sie das erste Mal mit ihm zusammengekommen? Am vergangenen Freitag, vor einer Woche. Moment. Um 11 Uhr vormittags. Wo? In meinem Büro. Herr Dr. Müller, um die gleiche Zeit, drei Häuser weiter, erhielten Sie von Frau Müller den Scheck über 20.000, der für Herrn Dr. Giese bestimmt war. Ihre letzte Rate. Herr Dr. Giese, wann händigte Herr Dr. Müller Ihnen diesen Scheck aus? Das weiß ich nicht. Ich glaube, meine Sekretärin gab ihn mir am Nachmittag. Dann könnte es also sein, dass ihn Herr Dr. Müller am Vormittag bei Ihrer Sekretärin abgegeben hat. Nein, 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 das war anders. Herr Dr. Müller kam selbst zu mir. Wann? Tja, das müsste ich meine Sekretärin fragen. Sie ist morgen wieder im Büro. Geben Sie mir bitte Namen und Adresse der Dame. Monika Lüth, Donaustraße 210. Frau Monika Lüth. Guten Abend. Kommissar Johnson, Kriminalpolizei. Ja, ja, Herr Müller. Aber wer wusste denn, dass Sie nur mit Hilfe von Herrn Dr. Giese und durch Bezahlung von 100.000 Mark zu Ihrem Doktorhut gekommen sind? Keiner. Absolut niemand. Ich hätte mit Herrn Kossack niemals zusammengearbeitet, wenn ich Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen gekannt hätte. Das wäre mir viel zu riskant gewesen. Das glaube ich Ihnen gerne. Was wäre denn passiert, Herr Müller, wenn Sie diesen Doktor nicht bekommen hätten? Das konnte ich mir gar nicht leisten. Ich gab meinem Vater mein Wort, ich mache den Doktor. Entschuldigung die Störung. Frau Monika Lüth, Herr Leo Kress. Guten Abend, Frau Lüth. Die Herren kennen Sie ja, mein Name ist Kress. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Es wird nicht lange dauern, ich habe bloß ein paar Fragen an Sie.
bitte. Fragen Sie. Erinnern Sie sich an den Tag, an dem Herr Kossack das erste Mal zu Ihnen ins Büro kam? Ja. Schildern Sie uns seinen Besuch. Das war ein Freitag. Er kam punkt 11 Uhr. Er stellte sich vor und ging dann zu Herrn Dr. Giese rein. Er blieb exakt eine halbe Stunde. Das weiß ich so genau, weil ich auf die Uhr sah, als Herr Kossack das Büro von Dr. Giese verließ. Ich wollte mit einer Freundin zum Essen gehen, um 12. So. Ja, bitte? Müller. Thilo Müller. Herr Kossack, ich brauche noch ein paar Angaben von Ihnen. Ruf Sie an. Ich fand seine plötzliche Erregung so merkwürdig, dass ich aufstand und durch den Spion sah. Danke, Dr. Müller. Tag, Frau Lendl. Geht's gut? Danke. Sie sind gar nicht angemeldet. Macht nichts. Dauert nur eine Minute. Frau Lüth, konnte Herr Kossack den Namen Thilo Müller durch die Sprechanlage deutlich hören? Ja, sicher. Er stand doch direkt neben mir. Wann ist denn die erste Rate von Herrn Kossack gekommen? Der Scheck über 10.000 Mark. Es ist nie einer angekommen, Herr Kommissar. Danke, Frau Lüth, Sie können jetzt gehen. Sie auch, Herr Dr. Giese. Herr Dr. Giese. Im Moment haben wir keine weiteren Fragen mehr an Sie. Bitte schauen. Ja. Herr Kommissar, ich möchte Sie bitten, die Tatsache, dass ich meinen Doktor machen ließ, vertraulich zu behandeln. Herr Müller, ich verstehe Sie nicht ganz. Ich ermittle hier in einem Mordfall. Offenbar ist Ihnen der Ernst der Situation nicht bewusst. Es geht mir doch nur um meinen Vater. Für ihn bricht eine Welt zusammen, wenn er das erfährt. Verstehen Sie? Der schmeißt mich raus. Herr Müller, Sie sind am Sonntagabend nach Hamburg geflogen. Also Sie wussten, dass ich heute Abend hier lande. Sie werden also auch wissen, dass ich erst am Montagmorgen nach Hamburg gefahren bin. Also, wo waren Sie in der Nacht von Sonntag zu Montag? Sie verdächtigen mich. Zuerst war ich zu Hause. Und so um 20 Uhr rum bin ich dann zu Springer gegangen. Kann auch später gewesen sein. Robert Springer, der Architekt? Ja. Wir waren locker verabredet. Hatte Ihr Besuch bei ihm geschäftlichen Charakter? Nein, einfach so. Es zog sich. Wir haben einiges getrunken und viel gelacht. Kann irgendjemand außer Herrn Springer bestätigen, dass Sie zusammen waren? Ich weiß es nicht, kaum. Wir waren zu zweit. Wissen Sie, wo Herr Springer sich im Moment aufhält? Nein, wenn er nicht zu Hause ist, dann... Dann? Dann habe ich keine Ahnung. Aber abgesehen vom Alibi, ich habe gar kein Motiv für die Tat. Kein Motiv? Kossack wusste, wie Sie zu Ihrem Doktor gekommen sind. Mit diesem Wissen hat er Sie erpresst. Ich habe doch gar nicht gewusst, dass er es weiß. Tragen Sie eigentlich Krawattennadeln? Sehe ich so aus? Sag mal, warum hast du Thilo Müller eigentlich laufen lassen, Leo? Ich kann nicht beweisen, dass Müller wusste, dass Kossack ihm auf die Schliche gekommen war. Außerdem, die Kollegen observieren ihn. Vielleicht bringt er uns auf die Spur von Springer. Wie habt ihr denn eigentlich am Flughafen ausfindig gemacht? Ihr wusstet doch gar nicht, wie er aussieht. Hab ich mir erlaubt, bei Margarete Müller mitzunehmen? Naja. Henry, du besorgst bitte einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Thilo Müller. Du, Gerd, machst bitte mit dem Vater einen Gesprächstermin aus. Im Präsidium. Übrigens, das hier ist meine Party. Danke, Leo. Prost. Ich hätte vorher... gern mit meinem Sohn gesprochen, Herr Heimann. Ach, das haben Sie noch nicht? Nein, er hat gestern Abend seine Maschine verpasst und kommt erst heute Vormittag hier an. Augenblick mal. Hat Thilo gesagt, wann er genau landet? Nein, Herr Müller, hat er nicht. Gut, Herr Heimann, ich komme um 11. Ja, das ist sie, eindeutig. Wann ist denn das Foto? Dreh doch mal bitte um. Bei der Geburtstagsfete von Müller aufgenommen. Das ist er. Ja, bitte.
Morgen, Herr Kress. Herr Heimann. Morgen. Morgen, Herr Müller. Möchten Sie ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Dann nehmen Sie bitte Platz. Danke. Gibt es etwas Neues, Herr Kress? Ja, es geht um Ihren Sohn. Den habe ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Das habe ich erwartet. Erwartet? Wieso? Weil wir gestern hier mit ihm gesprochen haben. Hier? Mit ihm? Ihr Sohn hat seine Maschine in Hamburg nicht verpasst, Herr Müller. Er geht Ihnen aus dem Weg. Unsere Ermittlungen haben nämlich ergeben, dass Ihr Sohn seinen Doktor für 100.000 Mark gekauft hat. Gekauft? Ja, und es liegt ihm sehr daran, dass Sie das nicht erfahren, Herr Müller. Ach. Ich halte seine Sorge jedoch für völlig überflüssig, weil ich vermute, dass Sie das längst wissen. Ich? Es gibt für uns zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr Sohn hat Herrn Kossack umgebracht, weil er von ihm erpresst wurde, oder Sie haben ihn getötet, weil Sie verhindern wollten, dass er diese Geschichte unter die Leute bringt. Nun ja, der Umstand, dass Ihr Sohn für die Tatzeit kein Alibi hat, lässt uns vermuten, dass... Herr Kress, mein Sohn ist ein Versager. Das habe ich leider einsehen müssen. Aber er ist kein Mörder. Und ich auch nicht. Wo waren Sie denn in der fraglichen Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 und 22 Uhr? In meinem Stammlokal, Jägerwinkel. Dort esse ich sonntags. Von wann bis wann? Von 8 Uhr bis gegen 10. Ja. Und dann ging ich nach Hause. Zu Fuß? Ja. Sind ja nur 10 Minuten bis zu meiner Wohnung. Diese Streifenkarte gehört Ihnen. Sie ist aus Ihrer Manteltasche gefallen in der Kneipe. Sie haben also das Lokal nicht gegen 10 Uhr verlassen, sondern eine Stunde früher. Denn um 9.10 Uhr saßen Sie bereits in der Linie 20 statt einwärts. Ihre Wohnung liegt aber in entgegengesetzter Richtung. Aber ich... Aber Herr Müller, die Stempel auf dieser Fahrkarte beweisen das doch. Und noch etwas. Diese Karte gilt für zwei Personen. Wer war die zweite Person? Vielleicht Ihr Schwiegersohn. Herr Müller, so kommen wir nicht weiter. Durch eine Gegenüberstellung mit dem Fahrer der Straßenbahn ließe sich das sehr leicht feststellen. Tragen Sie Krawattennadeln? Nein. Sie und Ihr Sohn auf Ihrer Geburtstagsfeier. Die Krawattennadel, die Sie da tragen, haben wir zertreten neben der Leiche gefunden. Sie haben nicht gemerkt, dass Sie sie verloren haben, als Sie Kossack erschlugen. Den Erpresser. Oder den Mitwisser, den man zum Schweigen bringen musste. Nein. Es war ganz anders. Ich kam aus dem Lokal, auf der Straße, gegen seinen Mercedes gelehnt, wartete mein Schwiegersohn auf mich. Ich wünsche, gut gespeist zu haben. Danke, hab ich. Dann bitte ich dich einzusteigen. Nein, ich fahre nicht mit dir. Du hast getrunken. Dann fahr du. Kommt nicht in Frage. Ich habe auch mein Viertel. Ja, dann mit deiner geliebten Straßenbahn. Wohin denn? Was soll das alles? Ich muss dir etwas sagen. Dann sag mir es besser morgen. Nein, nein, es muss jetzt sein. Na, dann sag's jetzt. Nicht hier, hier geht es nicht. Du bist doch sonst nicht so umständlich, Rolf. Sonst hatte ich auch nichts von so großer Bedeutung zu sagen. Komm mit, ich werde es dir beweisen. Mir war nicht wohl bei der Geschichte, aber was sollte ich machen? Wir fuhren dann tatsächlich mit der Straßenbahn. Während der Fahrt sprach er keine Silbe. Nach 4 Stationen stiegen wir aus, an der Baustelle. Eine gespenstische Atmosphäre. Was sollen wir hier, mitten in der Nacht? Ja, ich will dir ein Lichtlein anzünden, JM, damit du klar siehst.
Damit du erkennst, wo es lang geht. Damit du wenigstens weißt, warum du in der Zukunft, für die du hier baust, auf die Fresse fallen wirst. Hier baut J.M. Ja, ist das noch groß genug? Hoch genug? Für deinen Nachfolger meine ich, deinen Sohn, der sein Versprechen eingelöst und sein Ziel erreicht und seinen Vater stolz und glücklich gemacht hat. Hör doch auf. Ihm das schönste Geburtstagsgeschenk auf den Gabentisch gelegt hat. Summa cum laude. Einen Doktorhut. Rolf, hör auf. Ja, und weil das Studium so anstrengend war, wird der Herr Doktor hier in hoffentlich luxuriös eingerichteten Räumen seine Arbeit genießen. In der rechten ein Glas Champagner. Und der Linken den Arsch der Sekretärin. Du bist betrunken, du weißt nicht, was du sagst. Oh doch, die Wahrheit, J.M., halte dich fest. Denn ich werde dir jetzt verraten, wie dein Sohn zu seiner akademischen Kopfbedeckung gekommen ist. Er hat den Hut gekauft. Ja, im Doktorhutladen des Dr. Giese, um seinem Papi eine Freude zu machen. Für den Preis von 100.000 Mark. Das ist nicht wahr. Das ist so wahr, wie du die 100.000 bezahlt hast. Wie dein Tilo sich überall zusammengepumpt hat. Trotz Preis kein Fleiß. Sie haben diese Behauptung einfach so hingenommen? Ohne jeden Zweifel? Ich kannte Kossack sehr gut. Der sagte sowas nicht ohne handfeste Beweise. Aber so weit dachte ich gar nicht in diesem Moment. Ich habe ihn gelähmt. Schluck's runter, J.M. Von der Substanz kann die Familie eine Weile leben. Für deinen Grabstein wird's schon reichen. Wenn nicht, der Hut genügt. Hör auf! Dann musst du ihn nur noch bezahlen. Hör auf! Summa cum laude. Kann er ja draufsticken lassen, der Dr. Thilo Müller. Soll ich dir sagen, was dein geliebter Thilo aus dem Ganzen hier machen wird? Einen Puff! Weiber genug dazu hat er ja. Und meine Frau, deine Tochter kann er von mir aus dazu haben. Ja, die ganze Familie wieder mal zusammen. Ich habe eine ganz persönliche Frage an Sie, Herr Müller. Bitte. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie auf andere Weise, durch irgendeinen Zufall von der Sache erfahren hätten? Ich hätte das auf sich beruhen lassen. Aber mein Sohn hätte keinen Fuß mehr in mein Geschäft gesetzt. Ich hätte ihn ausbezahlt. Und Kossack? Wäre mein Nachfolger geworden. Wenn er nur nicht meine Tochter in den Dreck gezogen hätte. Warum? Weil er herausgefunden hatte, dass sie ihn betrügt. Mit Herrn Springer. Ihrem Architekten.